Hallo, hier ist wieder euer DarthStephen zu einer brandneuen Folge Let's Play Need for Speed Rewards. Entschuldigung, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Einen schönen Samstagabend, wann auch immer. Und wir machen mal das nächste Rennen. Ich brauche ein Kopfrennen. Eine Racerverfolgung, Technologie und ein Bronze bei Sidefahren brauche ich. Was ist das denn eigentlich? Hoher Einsatz. Das ist aber kein Sidefahren, gell? Deception. Das ist ein Sidefahren. Machen wir das mal. Weil ein Sidefahren brauche ich auf jeden Fall. Um eins der Ziele abzuschließen von den dreien. Also fahre ich jetzt auf jeden Fall mal ein Zeitrennen. Dann mache ich noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und schauen wir einfach mal, wie weit wir in einer Folge kommen. So von etwa 15 bis 20 Minuten. Und ja, die Bullen werden uns wahrscheinlich auch noch mal ins Handwerk fallen. Damit wette ich, da wette ich mit euch drauf. Los geht's. Zweieinhalb Minuten habe ich Zeit. Um die Goldzeit zu schlagen. Schauen wir mal, ob ich die Zeit schaffe. Oh oh. Einfach mal durch den Tor durch. Klar, alles kaputt fahren. Das ist natürlich wieder Need for Speed Logik. Alles kaputt fahren, was kaputt zu fahren geht. Aber ich finde, das ist echt geiles Auto. Es lässt sich auch richtig geil fahren, dieser alte Jaguar hier. Ist auch schon uralt das Auto, aber es fährt sich richtig geil. Ich mag die Kiste. Vier Stück habe ich noch. Genug Zeit habe ich auch noch. Könnte was werden. Scheiß Drecksbullen. Verpisst euch. Au, mein Auto. Na, schauen wir mal, ob ich das sicher Ziel bekomme hier. Aber habe ich noch zwei, ja? Au, au. Mein schöner Jaguar. Ach, halt die Fresse. Bullenkanacke. Was war das denn? War ein Versuch. Der war ja lächerlich. Ah, ich hab's geschafft. Ah, das ist Straßensperre. Ja, ja. Hey, der hat sich gedreht. Du hast dich gedreht. Scheiße. Wo war denn jetzt der Bulle, der mich gesehen hat? Hat sich wieder gedreht. Ha! Die können echt nicht fahren, die Bullen, ey. Die drehen sich die ganze Zeit. Los, Kollege! Wow! Ah! Jetzt gewinnt der wohl noch, oder was? Nee, 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 ne? Scheiße, 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 scheiße.
Der Versuch war für den Arsch. Wow. Da ist er. Vorne. Scheiße. Das wird nix. Oder? Wartet der? Hat er gewartet? Oder was? Nein, ich will gewinnen. Noch ein Kilometer, scheiße, scheiße. Ja, das wird nichts. Wie ist er gerade falsch abgebogen? Hä? Wie? Und tschüss, Bulle. Mach das mal nach. Macht er natürlich nicht. Hier ist Versteck. Ha! So hängt man die Bullen auch ab. Jawohl. Das hat wunderbar geklappt, die Bullen so abzuhängen. Also, was machen die nämlich nicht mit solchen geilen Sprünge? Das lassen die sich nämlich entgehen. Also einfach so Blödsinn, die Bullen. So, was haben wir denn? Ja, nicht Punkte auf jeden Fall. Naja, und eine Verfolgung gekommen. Das ist doch schon mal klasse. Triff ein Racer mit Verfolgungstechnologie. Ja, wie mache ich das? Wenn wir jetzt mit Verfolgungstechnologie treffen. Hot Postiert, Gemetzel. Was haben wir denn hier noch verfahren können? Das große Kommen, das ist mit Bullen. Ist das etwa einer? Keine Ahnung. Gemetzel. Hm. Laguna Ries. Dann probieren wir das einfach mal aus. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir das mal testen, ob das was wird. Wenn wir Glück haben, wird das was. Schauen wir einfach mal. Gemetzel. Das klingt sehr nach Verschrottung von Autos. Ja, die haben natürlich einen stehenden Start. Das ist auch voll fair, muss ich sagen, dass die schon voll auf Gas sind, auf Tempo. Und ich erst hochbeschleunigen muss mit der Karre. Das finde ich voll fair, aber okay. Wenn sie meinen, dass sie das so machen, dann machen wir das halt so. Ja, Mercedes P5 könnte das gewesen sein. Das ist auch einer. Der erste ist auch einer, wie es aussieht. Ups. Jetzt zerschrotte ich die ganzen Autos. Oh. Die hat, glaube ich, voll erwischt gerade. Der andere ist doch einigermaßen an uns dran. So. Noch Glück gehabt. Das wäre fast mega schief gegangen. Aha, aua. Oh. Oh. Schnell das Auto raus, voll abseust. Ist ja gefährlich hier. Freifall ins Wasser. Das ist gefährlich. Das Auto ist schon fast Schrott für den. Wie sieht es eigentlich mit meinem Auto aus? Wo kam das her?
Wo kam die EMP-Erfassung jetzt? Verdammter Scheiß. Oh. Kegeln! Wuhu! Da macht man auch Fun, sowas. Ach du Scheiße. Nein, nein! Glück gehabt. Verdammt. Mein Auto rollt weiter. Wo bin ich denn? Da. Hä? Ach, fickt euch doch! Hör aus, ihr Ranz! Schüler! Ihr Hurensöhne! Helikopter! Kann der MP von Helikopter gekommen sein? Da könnte es sein, dass es von Helikopter kam. Direkt aufs Auto geschossen. Ja, Schwein. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein, 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 nein. Oh. Fickt euch! Scheiße! Ich hätte kommen können! Ich hätte ihn kommen können! Jetzt haben wir es vergessen. Ei, 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 die machen es mir schwer. Das war jetzt knapp. Sehr knapp. Ja, fast schiefgang. Na toll, genau rein fährt er, weil er nicht mehr lenkt. Deshalb ist wirklich am Auto, das hat nicht reagiert. Den hat's erwischt. Nein! Ah, ah, ah! Fickt euch, ihr Hurensöhne! Fickt euch, Mann! So.
Tut mir leid, Xbox-Controller, du musst es gerade mal dran glauben. Herr Söke, er ist auch ganz. Die Xbox-Controller sind ja recht stabil. Die kann man ruhig mal ein bisschen kloppen. Die halten schon ein bisschen Schläge aus. Sanfte Schläge. Ach, fuck you, ey. Das hätte was werden können, ne? Wohl eine Lackierung. Och, das ist das geil. Das hau ich drauf, ey. Das sieht geil aus. Richtig geil. Stufe 3 nur noch. Wie kann ich denn... Oh, Leistungsupgrade bei dem Auto? Wird es sich das lohnen? Robustheit, auf jeden Fall, ey. Das Auto rüste ich mal richtig schön auf, glaube ich. Das Auto rüste ich mal schön auf, soweit es geht. Reicht nicht mehr, okay. Wie habe ich noch? 19.000. 3, 3, 3, die beiden dann noch. Das Auto hält auf jeden Fall mehr aus jetzt, ne? Sehr gut. Ich tue das Feld für 1. SP und Fockwolle geht auch, komm. Wir machen ein richtig geiles Auto daraus. Weil ich mag den Jaguar, es ist ein richtig geiles Auto, es fährt sich auch relativ gut. Also damit können wir echt was anfangen mit der Kiste hier. Den guste ich die mir auch auf. So. An der Stelle werde ich auch mal die Folge langsam beenden, denn meine Zeit ist schon wieder ran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt beim Zusehen dieser Folge von Need for Speed Rivals und hoffe, ihr seid dann auch wieder nächste Woche dabei, wenn es heißt Let's Play Need for Speed Rivals mit eurem Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, und wir sehen uns genau an dieser Stelle hier wieder. Bis dahin. Schöne Zeit und selbe Stelle, selbe Welle. Und schaut doch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei. Ciao!